Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, uns auf Stufe 2 vorzubereiten. Und ja, wir werden schauen, dass wir diese Folge die Kirche fertig kriegen und Stück für Stück unser kleines Dorf erweitern, um die nächsten Stufen zu kriegen. Also, let's go. Wait, die Sammlerhütte ist voll? Immer noch? Leute, ich habe 2 fürs Dorf eingestellt. Warte mal, wir lassen es mal laufen. Sammlerhütte gespeichert. Da sind 2 Personen drin. Alter, diese 2 Personen können sich doch wohl hoffentlich darum kümmern, das zu machen, oder? Wir lassen es ein bisschen schneller laufen. Einfach weil, ja, wir haben ja nicht so viel Zeit unbedingt. So, die Kirche wird gebaut. Und sollte hoffentlich genug Stein kriegen, um hier weitermachen zu können. Ich muss ein bisschen aufpassen, ihr werdet es wahrscheinlich zwischendurch merken, dass ich immer wieder links, rechts gucke. Ja, weil da läuft einmal mein Gesicht und da läuft einmal mein Gesicht und da ist aber die Kamera. Ja. Schaut euch dieses kleine schöne Ding an. Wunderschön. Mit dem Background, was will man mehr? Eine Kirche, die für Jahrhunderte gebaut wird. Wahrscheinlich. Und? Ja, ein paar Arbeiten noch, seht ihr es? Das ist die Kirche. Da steht sie. Unsere wunderhübsche kleine Kirche. Und wir werden jemanden gleich einstellen. Kirchenglocke. So. Also schon Stufe 3, okay. Schauen wir mal. Kirchenzugang, alles da. Nice. Dann werden wir die ersten Dorfgebäude hier upgraden. Um halt, um unsere Werkzeuge und Waffen zu produzieren, die wir brauchen. Vor allem Bögen, mit denen ich gerne in Zukunft arbeiten würde, brauchen wir, um das hier zu vorzubereiten. Und wir kriegen ja in 200 Tagen den Angriff. Bedeutet, wir müssen jetzt 1-2 Gebäude upgraden. Brennstand. Da ist einer. Hä? Okay. Oh, dieses Mal gehen wir zurück. Mal 12. Oh, das ist fertig. Schick. Und 2 Nahrung haben wir schon. Das ist gut. Taverne wollen sie noch und Kirchenstufe Upgrade. Aber ich kann dich jetzt rein theoretisch. Für Bögen verwenden. Und schaut mal, es geht, kommen immer mehr Leute auch in unser Dorf. Also langsam, denke ich mal, wird's. Wenn wir das jetzt zur Baustraße oder Gebietsstraße machen, das sollte gleich ganz fein werden. Schick. Ich finde das echt schick. Das ist... Es wird. Schön. Öffentliche Ordnung. Siedlungsstufe erhöht. Wir sind nun ein mittleres Dorf. Schön. Was machen wir denn jetzt? Ausländische Lieferanten. Der Aufmarschaft, der ein dauerhafter Marktstand, der für ein passives Einkommen an Brennholz sorgt, solange die Region über genügend Regionsvermögen verfügt. Okay. Neues Gebäude, Lebensmittelkarren. Ein dauerhafter Marktstand, der für ein positives Einkommen an Brot sorgt. Einfach der Handelslogistik. Das Errichten von den Handelsrouten kostet um 50% weniger. Verdoppelt die von Jägern eingebrachte Menge Fleisch. Pelzproduktion. Jäger sammeln auch mit Hilfe von Fallen Häute. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Das auch. Ermöglicht Schmieden die Produktion von Helmen. Eine Köhlerei und hier kommt nicht die Schachtmine eigentlich auf. Ich glaube, das könnte... Ah, oh, jetzt habe ich es gewählt, ne? Ah, das ist dieses Feeling, wenn du weißt, weil bist du nicht sicher, ob das passt. Entwicklungspunkt. Ja, hast du gerade eingesetzt, oder? Ja, passt schon.
Das ist jetzt unsere Militärecke, würde ich sagen. Da machen wir unsere ganzen Militärsachen rein, damit wir schönen Krieg führen können in Zukunft. Du bist auch schon fast fertig? Super. Weil wir brauchen noch den Kollegen, der die Speere schmiedet. Aber dafür brauchen wir gleichzeitig jetzt unsere Eisenfarm. Wo sind die Minen? Hier, ne? Abbaugrund. So, zack. Du bist gleich da vorne dran, weil du bist ja sozusagen dazugehörend, aber der Schmied. Der daraus Eisenbahnen macht, der waltet wieder im Dorf. Tief in den Ecken. Ja, es ist heavier than you look. Wieder da vorne an der Ecke. Also man merkt so meine Tendenzen zu geraden und schrägen, aber es wird. Ich habe noch keinen einzigen Bauernhof gebaut, darüber bin ich erstaunt. Und darauf, Prost, Jungs. Schön. Also ihr seid auch fertig, ne? Ich brauche Speere. Und bei dir brauche ich große Schilde. Dann sollten wir genug hoffentlich Schilde und alles bekommen, weil jetzt wird es langsam eng. Ich hätte gerne noch einen Bogenschützen. Ich habe auch schon 20 Böden produziert. Holy. Der Winter naht. Oh, Brennstoff. Hä, warum haben wir so wenig Brennstoff, Leute? Den zweiten hier. In den Trupp. Hier haben wir schon wieder alles aufgebraucht. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich eurer Ortschaft an, Maesaya. Wie schaut unser Militär aus? Nicht wirklich größer. Haben jetzt 40 Leute in der Garde drin, das ist natürlich fein. Also wie gesagt, das soll ja eigentlich alles Marktplatz werden. Eine neue Familie ist eingezogen. Ach, wunderschön. So, ihr Kollegen, braucht man hier vielleicht das hier. Vielleicht brauchen wir mal einen zweiten Bullen, aber wir haben keine 20 Wealth. We have no money here. My lord. Okay. Na, ich bin gerade mittelverwitterlich. Aber haben wir jetzt gerade ein Personenlimit oder ein Ressourcenlimit? Das würde mich gerade sehr interessieren, weil es scheint ja so, als ob wir ein Sperrlimit hätten. Und kommt es dann von euch, weil ihr noch nichts zum Arbeiten habt in dem Fall? I can tell you that, but he is producing, I think. Weißt du was, ich mach's euch jetzt mal einfacher. Ich hätte gerne, dass ihr den Wald hier hinten einfach nutzt. Kümmert euch jetzt mal da drum. Wir müssen es nicht so extrem weit laufen und das könnte natürlich schon ein bisschen vorteilhaft sein, wenn man nicht unbedingt um 15 Ecken herum muss. Na, schön, da fallen schon die ersten Bäume. Urukais! Fällt die Bäume! Oder so. Ja, wir haben noch. Oh, what? Die Tage ticken ja. Wir erleben heute noch den Angriff. Holy shit, ich hab gedacht, wir haben mehr Zeit. Leute, Production. Produziert ihr mir vielleicht noch ein paar Schilde? Oh Gott, Schilde sind ja gar nicht das Problem. Ich habe noch keinen Eisenbarren. Da ist das Problem. Wo ist meine Schmiede da? Ihr seid alle noch nicht bestückt. Also,
You know what I mean. God damn it. Achtzehn Tage noch. Oh mein Gott. Jetzt probieren mal jetzt Steuern zu machen. Kann ich hier nicht 5% draus machen? Einfach so simple 5. Das geht, cool. Grundsteuer 5%. Wir schauen mal, wie sich das auswirkt. Wir müssen das ja ein bisschen herausfinden, ne? So. Nächste Häuserreihe, bitte. So, 6 Tage noch. Wir brauchen mehr Mitarbeiter, Leute. Dringend. 4. 3. Kriege ich jetzt eigentlich schon Steuern? Ich weiß es gar nicht. 2. 1. Die kommen von da, okay. Lasst sie kommen. Ich warte auf deren Arrival. Bevor ich die... Holy shit, okay. Haben wir hier eine erhöhte Position? Hier, ja. Hier erwarten wir sie. Sammeln! Wir rufen alle... Zu den Waffen. Zu den Waffen, liebe Freunde. Euer König braucht euch. Sammelt alle Speere, alle Bögen, alle Schwerter. Wir ziehen in den Kampf. Die werden so durchkommen, bedeutet, wir werden sie hier auf diesem Hügel erwarten können. So, okay, wir werden uns aber vorbereiten. Sind die... Los geht's, Leute! Standorte versuchen, ihren Ehrenstelle zu halten. Die Verteidigung wird verdoppelt. Die Aufwärterin wurde jedoch halbiert. Geschossalarm. Leute, es geht los! Das erste Mal in den Krieg ziehen. Kämpft für unser Dorf! Hey, ich habe meinen ersten Schatzkammerboni bekommen. Die Bogen schießen schon, Leute. Kämpft sie bergauf!
So, die müssten schon relativ viel Damage bekommen haben und hoffentlich schnell Schaden nehmen. Welches waren das jetzt? Die erste Outlaw-Truppe. Wir kämpfen gut. Wir probieren jetzt mal von hinten in den Rücken zu schießen. Wir haben gewonnen, Leute. Alter, ich habe jetzt gewonnen. Aber wir haben natürlich auch Tote zu beklagen. Wir werden sie begraben. In der Nähe unserer Kirche. Unsere Toten. Sie haben uns gut gedient. Doch ihre Zeit ist gekommen. Dass sie zu Valhalla kommen. Das Gebäude kriegt bitte Priorität. Unser erster Kampf. Viele Tote. Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft, auch wenn unsere Main-Truppe geschwächt ist. Wir sind standhaft geblieben. Wir haben gesiegt. Und das ist alles, was zählt. Der Sieg ist unser. Aber vielleicht sollten wir dann doch nicht unsere Wälder vernichten, ne? Unsere Wälder sind dann eher schon unser Schutz. Also wenigstens die äußeren Ringe behalten. Weil ihr habt gleich bemerkt, dass die Bögen sich versteckt haben. Sie sind gekrochen und haben sich dann leise von hinten angeschlossen. Und als sie dann schießen wollten, wir geben auf! Und das war, glaube ich, noch gut, weil es hätte noch viel schlimmer gehen können. Aber Leute, ich würde ja sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.